Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Erst vor kurzem kam ein Red Band Trailer raus zu dem neuen Mortal Kombat Film. Der soll dieses Jahr irgendwann erscheinen, scheint ultra brutal zu sein und die Fans drehen schon durch. Aber es gab 1995 schon mal einen Mortal Kombat Film und den haben sich Andy und Patrick nochmal angesehen. Das ist jetzt etliche Jahre alt, aber damals war der doch recht beliebt und die ganzen Charaktere, die wir aus dem Computerspiel kennen, wurden hart gefeiert. Das Ding hat 18 Millionen gekostet und über 120 Millionen eingespielt. Natürlich folgte ein zweiter Teil. Danach hört ihr ein Ted-Special. Ja, Ted, der Teddybär. Erinnert ihr euch? Seth MacFarlanes erster Film. Bisschen böse, bisschen frech, mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Seth MacFarlane spricht den Teddybär. Jede Menge Cameo-Auftritte von anderen Schauspielern. Ich finde das Ding immer noch ziemlich gut. Ein paar der Gags knallen immer noch, ein paar sind natürlich schon ein bisschen old. Aber beide Filme gibt es auf Netflix und ich denke, die kann man sich an einem launigen Samstagabend mit ein paar Kaltgetränken auf jeden Fall nochmal geben. Hier nochmal der Hinweis. Achtung, Achtung. In den Shownotes findet ihr neuerdings zwei Links, einmal zu Buy Me a Coffee und einmal zu PayPal Me. Beide würden uns unterstützen und darüber würden wir uns sehr freuen. Und was uns auch freuen würde ist, hallo da draußen, wir suchen immer Leute, die mitmachen wollen. Meldet euch einfach. Also viel Spaß. Herzlich willkommen am Telestammtisch. Heute im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe mir den Patrick eingeladen. Hallo. Mortal Kombat. So, ja. Oh Gott, geht's schon los. Genau, denn wir wollten uns aus zwei Anlässen eigentlich mittlerweile Mortal Kombat anschauen. Denn nicht nur ist der vor kurzem, glaube ich, erst auf Netflix erschienen, sondern es steht ja auch ein Remake an. Und da kam, ich glaube vorgestern, der erste Trailer raus, nachdem irgendwie geleakt ist oder so. Jetzt kam er raus. Mortal Kombat kommt wohl im April, glaube ich, habe ich gehört, ja, ein neues Remake raus. Aber wir sprechen heute über das Original, in Anführungszeichen, von 1995. Es gibt ja noch zig Fortsetzungen, glaube ich. Kennst du dich da ein bisschen aus, Patrick? Ach, nicht wirklich. Ich weiß, dass ich noch letztens einen blutigeren DC-Film gesehen habe. Auch mittlerweile Mortal Kombat war halt animiert. Ach so, aber es ist halt, so wie ich das verstanden habe, Mortal Kombat ist so Street Fighter nur in ultra brutal und mittlerweile mit allen gemischt. Also mittlerweile hast du auch den Terminator, der mit einer Schrotflinte das halbe Gesicht wegballert und unzählige indizierungswürdige Kills finden. Okay, hast du die Spiele gezockt? Also ich habe, glaube ich, damals halt auf dem Super Nintendo, ich glaube das erste und höchstens noch das zweite, aber diese ganzen neuen mit 3D-Grafik und so weiter kenne ich alle gar nicht. Also ich habe nur die ersten zwei Spiele gespielt, den ersten Film gesehen und das war es mit meiner Expertise. Wie schaut's da bei dir? Bei mir aufs und eben okay, bei den Filmen. Damals bei den Games, das war so verpixelt, das war einfach nur rote Soße oder rote Pixel. Im ja, Vergleich zu dem, was man heute sieht, ist das relativ harmlos, aber Mortal Kombat war nie großartig bekannt für seine Handlung. Nee, ich hab nur vorher noch zu dem Trailer so einen Trailer-Breakdown, glaube ich, gesehen. Da hat so ein super Nerd den neuen Trailer so ein bisschen auseinandergenommen, was man da schon so ein bisschen rauslesen kann und so. Anscheinend mittlerweile in diesen Spielen gibt es da ja ein riesen Universum mit Handlungen und Göttern und Sagen und sonst was. Aber wie gesagt, stecke ich nicht drin. Sorry. Ich leider auch nicht. Genau, ja, dann beschränken wir uns auf das, was wir können. Nämlich den ersten Teil besprechen. Und um uns das ein bisschen erträglicher zu machen, das Ganze. Denn ich erinnere mich, dass der Film, ja, wie sagt man, ein bisschen hohl ist. Ja. Und ja, ich erinnere mich auch, dass da irgendwie im Internet öfter mal so ein Trinkspiel kursiert ist irgendwie. Also ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe oft davon gehört, auch von Kumpels, glaube ich, oder so. Gibt's ja öfter bei irgendwie so Klassikern, in Anführungszeichen. Wir wollen jetzt hier niemanden zum Trinken anstiften oder so. Aber wir haben jetzt Feierabend, heute ist Freitag, wir haben viel gearbeitet. Also, wir sollten diesen Podcast dann entsprechend nur so ab 18 oder 16 freigeben. Ist bedenklich, dass wir das an dem Tag machen, an dem die Serie zu Christiane F. rauskommt. Und wir dann hier ein nettes Trinkspiel machen. Aber deswegen, dieser Cast sollte nur von
willensstärkeren Personen gehört werden, sagen wir es so. Nein, wir trinken auch ganz responsible. Ich weiß nicht, was du dabei hast. Ach, ich kann noch die Regeln verlesen, dass ihr Zuschauer wisst, was wir gleich vorhaben. Hier steht, drink whenever Johnny Cage quips. Das heißt so viel wie, ja, wenn er halt einen Witz reißt oder so, würde ich mal behaupten, oder? When Liu Kangs brother is referenced. Keine Ahnung. Ich habe den Film, Bruder. Ja, ich habe den Film echt das letzte Mal wahrscheinlich vor 20 Jahren gesehen. Ich kann mich null daran erinnern gerade. Aber bevor wir den Film besprechen, wollten wir das natürlich nochmal auffrischen mit eben diesen Regeln und einem Getränk. Dann hier noch a drink if somebody actually says Mortal Kombat, this includes music. Ah, okay, was soll das bedeuten? Ich glaube, da kommt immer im Soundtrack wird auch nochmal Mortal Kombat ja, reingeklappert. Wenn jemand Mortal oder? Kombat ja, okay. sagt, dann kommt so dieses... Denkst du, ist Titel? Okay, ich bin echt sehr gespannt. Then drink if somebody dies oder when somebody dies. When someone quotes the game, zum Beispiel hier Flawless Victory, Fatality und so weiter. When anyone says soul, okay. When horrible 90s CGI is seen. Yeah. Und whenever a character performs a special move. Ja, das mit dem Treten und Schlagen haben wir mal ausgelassen. Das wird bei Kämpfen häufiger vorkommen. Ja, ja. Das wäre unverantwortlich. Die ganze Zeit. Nee, nee, wir wollen ja später noch kompetent diesen Film besprechen können. Ich bin gespannt, ob man es hört. Ich weiß, wie gesagt, ich kann mich null dran erinnern, außer an diesen vierarmigen Goro oder wie er heißt, keine Ahnung. Aber ich freue mich. Oh, ja. Deswegen werden wir jetzt den Film zusammen in der Watchparty uns reinziehen und danach hört ihr unsere Gedanken dazu. In der Watchparty. Deswegen, ja, okay. Würde ich jetzt mal behaupten, wir können natürlich auch gleichzeitig auf Play drücken. Nee, aber nee. Das soll unseren Zuhörern erstmal gemischt sein. Watchparty ist wahrscheinlich das bessere Erlebnis. Jo, glaube auch. Ja gut, dann liebe Zuhörer, bis gleich. Also bis sehr gleich. Ihr müsst den Film jetzt natürlich nicht mit uns schauen. Das machen wir jetzt für euch. Ihr überspringt jetzt quasi 90 Minuten. Wir geben uns jetzt die Breitseite. Okay, dann ich drücke mal kurz Pause und gehe zum Kühlschrank. Bis gleich. Ich auch. Get over here! Ja, da sind wir wieder. Schön war's. Ja, total. Heieiei. Also diese Regeln, ich habe den Film jetzt lang nicht gesehen. Ich wusste nicht, was es soll mit diesem Bruder und so. Also beim schlechten CGI, da habe ich schon ein bisschen geschluckt. Und während dem Film auch öfter geschluckt. Heieiei. Ja, wer hat uns das Genick gebrochen? Ich glaube, das schlechte CGI und der Bruder. Das war mehr das schlechte CGI. Am Anfang noch ganz unscheinbar ja. Und später haben sie das Gefühl, jede Minute rausgehauen. Ich glaube, wir hatten eh noch Glück. Wir hatten eh noch Glück, weil ich glaube, wir haben ihn auf Deutsch jetzt gerade gesehen mit Untertiteln und ich glaube, sie haben öfter mal in den Untertiteln stand öfter Mortal Kombat, als es gesagt wurde. Ich glaube, im Original wird es noch öfter gesagt, aber sie haben es dann in der Synchro öfter mal ein bisschen kreativ umschifft. Ja, schwierig. Soul, also wie gesagt, geniales Spiel. Also wie gesagt, der Film besteht eigentlich nur aus, ich will deine Seele fressen, dein Bruder. Du hast meinen Vater mein Bruder wieder sehen. Genau. Na, egal. Wir müssen jetzt mal an unsere Zuhörer denken. Also, liebe Leute, die noch nicht Mortal Kombat gesehen haben, worum geht's denn da? Also, ihr habt das Spiel vielleicht gespielt, aber was hat dieser Film denn für eine Handlung? Patrick, kannst du das mal kurz sagen? Ja, also, grob gesagt geht es darum, dass der böse Zauberer Shang Tsung, also so ein Thanos, der quasi bei Wish bestellt wurde, der hat jetzt 9-mal anscheinend die Erde besiegt. Und wenn er jetzt das 10. Mal dieses Mortal Kombat Turnier gewinnen würde, dann würde er die Erde regieren. Hm? Und um das zu verhindern, findet jetzt das 10. Mortal Kombat Turnier statt. Und das wird von einem abgehalfterten Schauspieler, der irgendwie so ein bisschen wie Jean-Claude Van Damme wirkt, den sie gerade nicht bekommen haben. Merkt man vor allem an den Spagat-Kicks, so die er macht. Dann aus einem, was war das, aus einem jungen Mann, von dem der Bruder von diesem Shang Tsung besiegt wurde, der davon auch natürlich ein Trauma hat, und von einer gewissen Sonja, ja, die ist da auch irgendwie mit im Spiel.
Ja, die stolpert da so rein, gell? Weil sie will ja eigentlich diesen Crime-Boss so ein bisschen fangen und der Crime-Boss wird von Chang Tsui engagiert, um sie auch mit reinzuholen und so. Das fand ich ganz spannend. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass es schon 9 gab und das 10. wäre jetzt entscheidend. Und hast du das gerade ausgedacht? Nee, so? Und dann haben wir eben noch, ich weiß es echt nicht, und dann haben wir noch so diese obligatorische Thanos-Storyline. Wir haben so eine Prinzessin Kitana. Ja, von der hat Shang Tsung den Vater umgebracht. Deswegen ist sie ewig auf Rache aus. Aber wie unser von Christopher Lambert gespielter Typ berührt sie keinen Finger, wenn es darum gehen würde, dass sie sich rächen könnte. Es ist halt so ein Ex-Bond-Girl, die halt da ist, um ein bisschen Eye-Candy zu sein. Ja, sorry. Ja, die habe ich auch nicht ganz verstanden, die Figur. Also es ist irgendwie eine schöne Frau, die ist 10.000 Jahre alt und die kämpft so ein bisschen zwischen den Fronten. Es gibt ja gut, es gibt die Erde, die in diesem Tournament antritt. Dann gibt es diese komischen, magischen, whatever, Super-Samurai mit Unterstützung von vierarmigen Monstern und so. Und die kämpfen um die Vorherrschaft im Universum oder sowas. Ist ja auch, es ist wirklich sowas von scheißegal. Also so ein Motion Capturing Vieh und dann hat er so 4 Überkrieger, die von so kleinen Dudes gespielt werden, die mit Atemschutzmaske rumlaufen und sich dann immer auf die dümmste Art besiegen lassen und teilweise auch dann irgendwelche Statuen besetzt. Also das sind irgendwelche Statuen, die dann in Statuen reinkriechen und dann auf einmal zum Menschen werden. Völlig absurder Scheiß. Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Film nicht gemacht ist für Leute, die mit Mortal Kombat, die Mortal Kombat noch nie gehört haben oder diese Spiele nicht kennen und mit der Materie nichts zu tun haben. Die werden sich bei dem Film öfter denken, was soll die Scheiße? Und ich glaube, auch wenn man das kennt, denkt man sich auch oft, was soll die Scheiße? Aber fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Da sind wir schnell drin. Ja. Ich fand, weil du gerade diese, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, aber diese Krieger des bösen Meisters und so, also hier, Mortal Kombat Fans. Wen haben wir da? Scorpion, Sub-Zero, Reptile, habe ich ganz vergessen, habe ich jetzt auch gerade wieder gesehen in dem Film und so. Genau. Es gibt noch Goro natürlich, den super vierarmigen Monstermann und so. Fand ich auf jeden Fall, was wir vorher schon, während wir den Film gerade geguckt haben, positiv herausgepickt haben, dass das Design oder das Kostümdesign, das ganze Auftreten von denen eigentlich ziemlich authentisch, also nah am Spiel und eigentlich ziemlich cool aussah, bis auf das, dass die so ein bisschen schielen teilweise. Und es wirkt halt unfreiwillig komisch, dass du nie siehst, wie sich bei denen der Mund bewegt, sondern dass sie das wirklich so per Telepathie sagen müssen, so und total theatralisch und bedeutungsschwanger. Ja, die haben ja Masken auf. Ja. Ja, ich weiß schon, was du meinst, das ist immer alles so ein bisschen, was ja auch absurd ist, dass die ganze Zeit. Aber das finde ich fast schon wieder geil bei dem Film. Also es kommt die ganze Zeit 90s Techno und immer wenn jemand auftritt zum Kämpfen, wird von so einem imaginären Ansager immer der Name gesagt. Mortal Kombat oder auch am Schluss Reptile, Scorpion. Also wirklich, irgendwie, also diese Trashigkeit, die muss in dem Film schon eigentlich hoch anrechnen. Also, wie gesagt, den Film kann man nicht ernst nehmen. Dabei sehen die Sets sehr teilweise aufwendig aus. Also gewiss, das war der zweite positive Punkt, den wir hatten, glaube ich. Und du merkst auch teilweise, dass sie da eine gewisse Detailverliebtheit an den Tag gelegt haben. Dem widerspricht dann aber wirklich diese absurde Logik, die da herrscht. Also der Böse verwandelt sich vor dem einen, Achtung, Spoiler, in seinen toten Bruder und er fragt dann, sag mal, bist du es denn, Bruder? Obwohl er sich vor seinem... Jetzt steigst du ganz schön tief ein, auf jeden Fall. Ich dachte, wir wollten jetzt noch ein bisschen oberflächlicher bleiben. Sorry. aber eben, weil du gerade die Sets angesprochen hast. Also wir haben jetzt ja so ein bisschen den Film, wir haben ihn zusammen geschaut und haben uns doch auch währenddessen sehr viel unterhalten, weil da gibt es nicht so viel zu verpassen an Handlung. Passt schon. Aber ohne Scheiß, ich habe auch gedacht, so mies der Film ist von den Dialogen und von den Characters und so, die Sets sind teilweise wirklich,
Ich habe keine Ahnung, was das Budget des Films war oder so, aber ich fand jetzt zum Beispiel, wo Scorpion, ich glaube, das gab es auch im Spiel, dass Scorpion die Leute, seine Gegner in seine eigene Dimension reinholen kann oder so ein Bullshit. Aber dieser Kampf gegen Johnny Cage in seiner komischen eigenen Dimension mit diesen komischen Strickleitern vor diesem Feuer entfernen oder Dings und so, das sah alles ganz schick aus und auch diese Ruinen mit diesen Statuen und so. Teilweise war es ein bisschen überfrachtet und ein bisschen zu drüber. Aber trotzdem, setmäßig, auch am Schluss, wo sie noch in diese Otherworld gehen und so mit diesen Statuen und so, es sah schon immer ganz stimmungsvoll aus. Irgendwie, das war so. Ja, nee, und es gab dann immer wieder entweder stimmigen Metal-Sound oder stimmigen Techno-Sound, der das Ganze epischer untermalen hat, als es denn letztendlich war. Du hast hier so viele Schnitte, dass du merkst, irgendwie kann da keiner von denen wirklich kämpfen. Ja, die Mucke, also bevor ich jetzt aufs Negative, bleiben wir beim Positiven. Ohne Scheiß. Also ich kann mich, wie gesagt, 20 Jahre her, seitdem ich das letzte Mal wahrscheinlich so ein Spiel gespielt habe, aber ich glaube, dieses Score, in Anführungszeichen jetzt von dem Ding, also dieser super aggro Thunderdome-mäßige Techno-Sound die ganze Zeit und dann eben auch bei Sub-Zero, bei Scorpion in dieser Welt, dieser stumpfe Metal-Sound und so, also der Soundtrack des Films, ich finde den genial, also der passt so gut, du denkst die ganze Zeit, du sitzt in so einer Spielhölle, weißt schon, also so Arcade, was ja, ich habe es glaube ich auch damals, ich habe es nur auf Super Nintendo, auf dem Game Boy hatte ich glaube ich auch Mortal Kombat, aber ich habe bestimmt auch mal im Urlaub auf so einem komischen Arcade Joystick, weiß schon, so ein Gerät halt irgendwie das gespielt. Und so klingt das halt die ganze Zeit. Und es ist zwar völlig prall, aber es ist geil. Also das haut richtig rein. Das erzeugt mehr Stimmung, als das gezeigt sind, muss man so sagen. Würde mich nicht wundern, wenn das ein beliebter Soundtrack für irgendwelche Partys ist. Ach ja. Findet ja alles nicht statt. Ja, okay, dann kommen wir da. Aber. Ja, wie gesagt, das ist super, aber wie du ja schon angesprochen hast, der Film heißt Mortal Kombat. Es geht um ein Kampfspiel, das ultra brutal ist. Dann hast du Typen, wie du schon gesagt hast, die irgendwie nicht richtig kämpfen können, habe ich das Gefühl, weil, okay, ich kenne jetzt keinen von diesen Schauspielern außer Christopher Lambert, der so einen abgehalfterten Gandalf für Arme spielt irgendwie. Das ist der Gott des Donners, der keinen Finger rühren kann. Der sagt dann ja auch vor dem Endkampf, ich kann euch nicht in diese Gegend begleiten oder ich kann euch nicht helfen. Das müsst ihr euch für euch selbst herausfinden. Ja, genau. Und dann sagt er noch so Shao Kang oder wie auch immer der heißt, hat euch eine Regel des Mortal Kombat verschwiegen. Ich sag's euch jetzt aber auch nicht. So, ja, cool. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Der steht die ganze Zeit nur rum, sagt schlaue Sachen, die aber null hilfreich sind und ist dann wieder weg. Ja, macht dann nichts. Vor allem kriegst er dann öfter so ein bisschen debil. So, ja. Die halbe Menschheit steht auf dem Spiel, sagt er total grinsend. Und ja, ihr müsst das gewinnen, sonst werdet ihr alle sterben. Aber er hat dabei immer so ein Grinsen, dass du echt bekloppt sein musst, um da zu denken, ja geil, das schaffen wir jetzt so. Ja, aber wie gesagt, beruht auf einer Videospielerei, die bekannt dafür ist, ultra brutal zu sein. Und es geht um Kampfsport. Die Typen können nicht kämpfen, weil das immer kaschiert wird durch schnelle Schnitte, Close-Ups und so. Und da hast du nie eine Kampfchoreografie, wo ich mir dachte, hey, die Typen haben es drauf oder es sieht jetzt spektakulär aus oder so. Im Gegenteil eigentlich, es ist total prall. Also, oh Gott, da gibt es so viele Szenen in dem Film, über die man sprechen müsste, weil man sich darüber lustig machen kann. Aber, ja, aber unscheiß. Ich könnte das auf einander bringen, das ist so, da werden Leute skalpiert und sonst was und trotzdem wirkt es immer so, als hätte da zwischenzeitlich einer ordentlich durchgewischt. Wir sehen einmal Blut und da blutet ein dem Oberbösen den Schank zu. Nur das die Oberlippe. Ja, genau. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Alter, in dem Computerspiel, es geht darum, dass wenn du jemanden besiegst, dass du ihm den fucking Kopf abreißt oder ihm die Wirbelsäule durch den Arsch rausziehst oder sonst irgendwas Krasses, die Augenäpfel raus und sonst irgendwas. Irgendwas Krasses. Also es geht eigentlich nur, ich meine, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es ist einfach. Es ist so das Alleinstellungsmerkmal, das hebt ihn von den Street Fighters. Genau.
von den Dead or Alives ab, dass das halt einfach wegen seiner ultra brutalen Darstellung berühmt-berüchtigt ist. Wenn ja, du genau. Da, und dann wenn hast du jetzt hier da siehst, Film. FSK 16, dann denkst du, okay, könnte jetzt vielleicht ein bisschen blutiger sein. Fehlanzeige. Es gibt kein Blut in dem ganzen Film. Und dann gibt's, es gibt Szenen, also wie gesagt, außer dass der Typ mal an der Lippe blutet am Schluss irgendwie. Aber es gibt Szenen im Film, wo ich dachte, ich konnte mich wirklich nicht viel dran erinnern. Ich konnte mich noch an diesen vierarmigen Stop-Motion-Heini erinnern, den ich übrigens immer noch relativ großartig finde, weil er auf der einen Seite ultra schlecht aussieht, aber immer noch besser ist als dieses schlechte CGI, weil dieses, das sieht so ein bisschen Ray Harryhausen Stop-Motion Oldschool-mäßig aus. Es sieht aber trotzdem aus. Es hat seinen Charme, aber es hat, genau. Es ist schon das so ist damals, sah damals schon nicht gut aus und es ist jetzt 20 ja. Jahre später, 24 Jahre später, ja, genau. Nicht besonders geil. Ja, genau. Und damals, obwohl damals sah das CGI wahrscheinlich auch schon Das sage ich doch, 95. Das sah damals schon nicht gut aus, aber es ist jetzt halt doch. Achso, ich dachte, du meintest das Stop Motion. Nein, ich meine jetzt generell das CGI, ja, das Stop Motion, das hat zumindest so einen handwerklich gemachten Charme, das hat so was Nettes, Ursprüngliches. Ja, genau. Und dann gibt es diese Szene, wo dieser Goro, vierarmige Prinz Goro, oh Gott, über diese ganzen, egal. Ja, komm, trotzdem, wir gehen in den Spoiler-Part wo er denn diesen Typen, ja, Spoiler, da brauchen wir gar nicht Spoiler, wo er diesen Typen hochhebt. Also es gibt so viele Szenen, wo du denkst so, und dann wird ja auch immer, deswegen sind wir auch leicht angetrunken, weil in diesen Regeln stand ja auch, wenn das Spiel zitiert wird, musst du ja einen Schluckel trinken und so. Es wird die ganze Zeit, finish him, fatality und so gesagt. Und dann liegt der Typ am Boden oder wird von Goro hochgehoben und sagt er, finish him. Und was macht er? Das wär die Szene, wie im Spiel. Der Typ hält ihn mit seinen zwei unteren Armen und mit den zwei oberen Armen, reißt ihm den Oberkörper ab. Aber nein, er haut ihm einfach mit der Faust auf die Schulter. Und dann kommt noch dieser Bud Spencer-Song, so dieses Gedisch. Ja, also da habe ich wirklich gedacht, was war da verkehrt? Und ich kann mich jetzt natürlich an die Zeit, 95, da war ich 9. Ich habe den Film auch nicht zum Kinostart gesehen, logischerweise. Du bist obwohl so ich ihn auch. Cool. Nee, aber ich glaube auch, also wie gesagt, heutzutage wäre der Film ab, okay, nicht ab 6, aber ab 12, weil es passiert wirklich nichts Schlimmes. Ja. Und der ist sowas von harmlos und so, aber er hat einen flaschigeren Charme als zum Beispiel, das Star Wars Holiday Spezial. Kommst du das sagen? Und trotzdem ist er so unfassbar cool. Entschuldigung, ich muss ja noch einen Schluck trinken. Du hast Mortal Kombat gesagt. Ach, scheiße, tue ich. Nein, hast du gar nicht, aber Da sind Sachen, die sind so antiklimaktisch. Also schon allein, wenn du siehst, dass der Goro einen Fanclub hat, der aus vielen Leuten besteht, die total unmutig in die Kamera brüllt. Das ist so eine geile Szene, da musste ich auch voll lachen. Also wirklich, der Film ist ja, ich kann es mir jetzt heutzutage halt nicht mehr vorstellen, weil ich meine, heutzutage gibt es so viele derbe Sachen, also da werden ja viel schlimmere Sachen gezeigt und jetzt auch der neue Film zum Beispiel, der wird halt auch um einiges brutaler, aber ich glaube nicht mal der ist halt richtig brutal unter heutigen Gesichtspunkten und so, aber damals war das so eine Studioproduktion, die halt einfach gesagt haben, hey, das Franchise ist erfolgreich, aber wir können keinen brutalen Film machen, weil das geht halt nicht. Wir brauchen einen FSK, obwohl 16, wie gesagt, damals, ich kenne mich da nicht so aus. Also es ist wirklich total absurd, wenn du ein Computerspiel, was auf Gewalt und Dings aus ist, so gewaltfrei inszenierst und dann hast du so viel Bullshit da drin und so viel 90s. Also das hat mich auch krass, was heißt genervt? Ich fand es halt heute ganz lustig, weil es mich einfach abgefuckt hat. Aber dieser 90s-Humor, dieser Johnny Cage, der ist ja die ganze Zeit nur am, nicht mal nur an Gags machen, aber der ist ja nur am rumalbern, wie er mit seinen komischen Gucci-Koffern auf diese Insel erstmal kommt und so. Und lauter solche Sachen, wo du denkst, so, hey, ich schau mir gerade Mortal Kombat an, ich will sehen, dass sich Leute auf die Fresse hauen und sich am besten auf die Köpfe rausreißen. Und so eine hohe Treppe hochzuschleppen, diese 10 Koffer da.
Und dann, oh Gott, schlimmste Szene. Also das ist dieser 90s-Humor, der halt echt da einfach nicht reingepasst hat. Also falsche Zeit vielleicht dieses Dings, obwohl das kam ja da auch raus. Ja, und so. Aber ey, die haben halt echt das nicht. 5-6 Jahre später hat Newland Cinema die Herr-der-Ringe-Filme rausgebracht. Was ist in der Zeit mit dem CGI passiert, verdammt? Ja, ich meine jetzt nicht mal nur das CGI und die Effekte und den Look und so. Und ich meine, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber zum Beispiel, dass du dann, wo Johnny Cage gegen Scorpion kämpft und die sich in diesem relativ doch cool aussehenden Set, was sich auch ein bisschen abnutzt auf die Dauer und so, aber die hauen sich dann ein bisschen auf die Fresse und dann, okay, ist als zweischneidiges Schwert, weil zum Beispiel, wo ihm dann diese Maske runterreißt und dann dieser komische aufgesetzte Totenkopf da so mega schlecht aussieht. Also es ist wirklich immer so eine Mischung aus, hey, das Set schaut ganz gut aus, aber alles andere ist so unglaublich schlecht. Aber dann, ohne Scheiß, schlimmste Szene, dann haut er den Typen zu Klump, es fließt natürlich kein Blut, sondern der Typ fängt an zu brennen, was aber ihnen noch so eine Kulisse, brennende Puppe ist oder so, und dann fällt noch ein Autogramm von diesem Johnny Cage raus, irgendwie, your biggest fan und so, wo ich mir denke so, Alter, was soll das? Soll das jetzt eine Komödie sein? Oder Sub-Zero, der Typ, der quasi Eis macht, der wird durch Wasser besiegt? Ja, da habe ich mich auch gefragt. Also der Typ wird eingefroren und ich dachte, okay, cool, jetzt ist er eingefroren, jetzt kommt der Typ, macht einen krassen Kick rein und zersprengt ihn in 1000 Teile. Es würde den Film nicht besser machen oder so. Aber das ist der ganze Charme dieses Films. Das würde ihn kurzweiliger machen. Das ist halt die Essenz dieses Spiels. Ohne Scheiß, dann frierst du ihn ein, dann musst du ihn aber auch in alle Einzelteile zerhacken. Keine Ahnung was. Wie gesagt, das klingt so prall oder so. Aber nein, da passieren so Szenen, und dann ist es vorbei. Dann friert der Typ ein, hängt da rum und dann geht er nach Hause. Keine Ahnung. Ey, oder vielleicht tun wir dem Ganzen auch Unrecht, weil mittlerweile hat sich ja sogar DC die Rechte an dem Ganzen gesichert. Und die haben dann einen Animationsfilm gemacht, der hat auch zumindest storytechnisch nicht mehr ganz so hohl gewirkt. Was wir aber hier präsentiert bekommen, wirkt halt wirklich so, als hätte einer gerade am Set nebenbei das Drehbuch geschrieben und dann nebenbei die Regeln aufgestellt. Ähnlich verwirrt gucken auch die Darsteller dann immer wieder rein. Also das wirkt so, als würde einer dann gerade eine Sekunde vorher sagen, guck jetzt mal ein bisschen bedeutungsschwanger in die Kamera und dreh dich dabei viermal. Also einer unserer Helden, der guckt dann viermal so. Und das immer so mit so einer Art seltsam besorgten Blick. Ja, das ist auch lustig, dass ja diese komische Shao Kahn, ich nenne jetzt einfach mal so Shere Khan, ist mir egal, ich habe vergessen, wie er heißt, dann immer so im Laufe des Films die Regeln neu schreibt. Und ich meine, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es in diesem Computerspiel Kosmos eine super krasse Backstory gibt. Aber ich glaube, damals, wo der Film rauskam, gab es die eventuell noch nicht, also glaube ich zumindest. Und auch wenn sie es gab, transportiert der Film das nicht. Und dann haut dann dieser Typ, da gibt's dann diese Kämpfe. Die sind auf einer Insel, da hauen sich alle aufs Maul. Und dann heißt zum Beispiel auch einmal, ich meine, am Anfang gewinnen diese Menschen ja alle. Die töten Sub-Zero, die töten Scorpion, die töten diesen Kane, oder wie er heißt, mit seiner unglaublich schlechten halben Gesichtsmaske übrigens. Die sah ja auch super übel aus. Nee, aber egal. Und dann heißt es auf einmal so, Goro, jetzt musst du mal ankommen und jetzt haust du mal richtig alle platt. Und dann gibt's diese ultra geile Montage, wo du einfach ungefähr eine halbe Minute lang siehst, wie irgendwelche random Statisten durch die Gegend fliegen. Da habe ich mich ja totgelacht. Das war so geil, weil ich dachte so, wer sind diese Leute? Ich dachte, das wären nur diese 10 oder 5 Leute von der Erde, die da hingeschickt werden, aber auf einmal fliegen da irgendwelche Leute durch die Gegend, die du noch nie gesehen hast. Das heißt jetzt so, okay, Goro ist hart, Goro ist voll stark, der kann's voll. Also, aber richtig, richtig übel. Ich glaube, man braucht bei dem Film auch nicht, darf man sich nicht zu viele Gedanken machen, aber wenn's dann halt eben am Schluss abgeht, so von wegen, oh nein, der Shang Tsui geht jetzt in seine neue Parallelwelt aus Gründen und dann folgen ihm die, aber der Christopher Lambert kann nicht mitkommen und so. Und dann, da habe ich echt abgeschaltet. Da dachte ich mir so, hey, wo fahren die jetzt hin? Was hat das für einen Sinn? Und dann sagt auch einer so, hey, du darfst doch die Regeln nicht verletzen. Und dann so, hey, was für Regeln? Wo sind wir gerade? Ich habe keinen Plan. Ich meine so Christopher Lambert, so wie der da. Ach so.
Das Geilste, das gibt's geile Zitate, also ohne Scheiß, weil er kann ja schon, wo sie hinfahren, sagt er schon, ja, mein Zauber wirkt dann nicht oder so, dann ist schon so, ja, was für ein scheiß Zauber, also deine, ja, okay, der kann ja Blitze schießen aus den Augen oder so ein Scheißdreck, ist ja wurscht, dann sagt er einfach am Anfang so, ja, auf der Insel kann ich nicht so viel machen, okay, cool, und dann kommt er noch ein, zwei Mal aus der Dose gekrochen und sagt so, hey, hey, ihr müsst euch total schlau verhalten, weil ich bin so weise. Und dann am Schluss fahren sie in eine andere Dimension. Und dann sagt er mal so, da werde ich euch keine Hilfe sein können, weil da kann ich nicht mit hinkommen. Und dachte ich mir auch so, Alter, du hast doch den ganzen Film nichts gemacht, außer zweimal so einen Glückskeks vorgelesen. Vor allem, ich habe die so verstanden, die beiden, wie Yin und Yang. Das ist der fucking Gott des Donners. Er soll so eine Art Ausgleich sein. Und dann gibt er so Pseudo-Ratschläge, verheimlicht dann die wichtigsten Regeln, während der andere, der Böse, ständig mitmischt und dann auch sagt, ach man, du bist gerade scheiße, nee, ich mach das gerade mal selber. Und dann auch anfängt so, ach, du bist doch eine Ausgeburt von Dummheit. Aber der andere, der ist ja so Pazifist. Ich frag mich, wie will der überhaupt jemanden ausbilden? Wer ist ein Pazifist? Ja, unser Torverschnitt von Christopher Lambert gespielt. Achso, Gandalf. Bartloser Gandalf. Ja. Cheater Gandalf. Der hat direkt vom Anfang an eine weiße Uniform an. Ja, ey, echt egal. Aber ich glaube, du brauchst halt einen Star. Obwohl dieser Shao Kahn, Cheng Tsung, Hauptdarsteller, also nicht Hauptdarsteller, der böse Evil Lord halt zum Beispiel, den kennt man ja aus 1080s oder 90s Actionfilmen als der Bösewicht, aber der ist auch geil. Also der hat halt echt so das übelste Evil Face der Welt und so, und das macht er echt super gut. Großartig. Also sonst von den Leuten gibt's ja noch, also du hast ja schon gesagt, die eine Kitano, die 10.000 Jahre alte Frau. Ja. War mal ein Bond-Girl oder so. Talisa Soto, anscheinend, ja. Ja. Aber sonst von den Leuten habe ich jetzt keinen so richtig in mein Herz geschlossen. Nein, schon jemals wieder gesehen, meine ich jetzt eigentlich eher. Ja, ich dachte schon, Alter. Ja. Du stehst ja nicht mal mehr auf MILFs, du stehst eher auf GILFs. Oh. Lass das. Nein, Schmarrn. Ich guck das gerade durch. Die haben zumindest in so ein paar. Diese Sonja hat bei Last Action Hero mitgespielt, aber das ist jetzt nichts. Da, jetzt, danke. Den habe ich vor kurzem erst gesehen. Das ist die Tochter von Arnold Schwarzenegger in dem Film. Danke. Genau. Ich habe doch, während wir den Film geschaut haben, noch gefragt, woher kenne ich die? Und ich kam nicht drauf. Jetzt weiß ich es wieder. Vielen Dank. Was es auch nicht besser macht für euch, liebe Zuhörer. Aber jetzt wisst ihr es zumindest. Und ja, Last Action Hero, also, letztens geschaut, der ist richtig geil. Richtig geil. In bekannteren Filmen. Ja. Konnten aber keine Akzente setzen. Außer jetzt unseren Shang Tsu, der Soto und den Christopher Lambert. Ja, ist auch echt wurscht. Also ich fand, aber jetzt kommen wir mal zum Ende, in Anführungszeichen, weil wir wollen unsere Zuhörer jetzt nicht zu sehr langweilen oder so. Aber ich muss irgendwie sagen, aus irgendeinem komischen Grund, obwohl es liegt daran, dass wir, da stand eine Flasche Wein und wir haben uns nett unterhalten, es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, es liegt irgendwie an so einer Art verschrobener Nostalgie, 90s, whatever. Gepasst, Isolation, dass wir mal wieder zusammen was Das auch. Aber trotzdem, diese Sets waren irgendwie fancy und eigentlich ganz nett anzuschauen. Dann der Soundtrack war abgefahren geil, trashig. Dann, was war der andere positive Punkt, den wir noch hatten? Ich weiß es gar nicht. Die Sets, der Sound war cool. Man hat zumindest versucht, so eine gewisse Detailverliebtheit zu wahren. Das ist jetzt nicht wirklich gelungen, aber man war stets bemüht. Ja, nee, stimmt. Aber alles andere, was jetzt gerade Spaß gemacht hat beim Schauen, war schon eher ungewollt natürlich. Also es war einfach super dumm und super enttäuschend, was halt die Prämisse von Mortal Kombat angeht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, was soll das? Warum kuscheln die da am Strand? Das ist ein Mortal Kombat Film und dann machen die da so Kinder-Judo am Strand, wo ich mir denke, so, Alter, die sollen sich die Köpfe abreißen und die Arme gegenseitig um die Ohren hauen und sonst was. Aber nein, was passiert? Die kuscheln da die ganze Zeit und dann sagt irgendwann der Typ,
es ist vorbei. Und dann saugt er in so einem unglaublich schlechten CGI-Ding. Er täusche mich nie wieder. Ja, ohne Scheiß. Also wirklich, das war richtig. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass der trotzdem jetzt irgendwie gerade ein bisschen Spaß gemacht hat. Wahrscheinlich aus, dieser, aus diesem, so ein Trash-Faktor hat er schon. Aber er ist halt einfach super. Eigentlich ist er schon fad. Aber durch seine Dummheit hat er mir gerade schon Spaß gemacht. Nee, es war halt wirklich, wie kann man es sagen? Der war so voller Fehler, dass es gerade deswegen irgendwie so seinen Spaß gemacht hat, vor allem weil wir uns durch den Film jetzt so ein bisschen mit der Mortal Kombat Historie auseinandergesetzt haben. Das Ganze ja irgendwie so unterwältigend war. Ja, es war schon echt großartig. Also unterwältigend spaßig, würde ich sagen, kann man. Naja, ohne Scheiß, der neue Film. Ich habe irgendwie auch ein schlechtes Gefühl dabei, weil ich glaube auch nicht, dass der richtig geil wird, weil das ist ja das. Also nur wenn man ihn brutaler macht, heißt ja nicht, dass er besser wird. Aber ich fand es trotzdem natürlich sehr strange, dass dieser erste Film für einen Mortal Kombat Film wirklich einfach kein Blut hatte, keine Brutalität und so, aber dann teilweise so 90s, wo haben wir uns vorher so totgelacht? Wo ich dachte so, hey, das will ich in einem Mortal Kombat Film jetzt unbedingt sehen, dass dieser Typ hier gerade, keine Ahnung, zu schwere Koffer trägt und deswegen sich die ganze Zeit beschwert oder so. Oder immer so Gags bringt irgendwie. Ja. Oder dass einer der Oberbösewichte mit einem Schlag in die Eier ausgenockt wird, ja, kurz nachdem er den John-Claude-Gedenkspagat macht. Das weiß ich sogar noch, dass ich damals mega enttäuscht war. Stimmt, das war auch eine super geile Szene, wo dann, ich glaube, das ist mit Scorpion, dieser Kampf in diesem Wald. Ja. Und normal sind die Sets in dem Film halt wirklich, also sie sehen jetzt nicht super spektakulär aus, aber doch so ein bisschen liebevoll gemacht. Und du hast halt echt, die haben halt viele schöne Sachen gebaut. Schauen ganz gut aus teilweise. Aber diese Waldszene, da musste ich so lachen, weil das sieht halt so aus, ich wusste, glaube ich, was sie da machen wollten. Das sieht so aus wie so ein Bambuswald in so einem Anime wie House of Flying Daggers oder halt wie heißt dieser Anime mit diesen geilen Wald-Kampfszenen? Egal, gibt es das viele. Auf jeden Fall sieht es bei denen so aus. House of Flying Daggers war es nicht, oder? Also House of Flying Daggers ist kein Anime, aber da gibt es auch diese krasse Bambuswald-Szene, wo sie am Schluss in diesem grünen Bambuswald stehen und so. Und es schaut voll stimmungsvoll und super geil aus. Und in dem Film wollten sie das, glaube ich, auch machen, aber haben, keine Ahnung, keinen Bambuswald gefunden, sondern haben sich so in so ein Fichtenaufbauzentrum, Reservoir oder wie nennt man das? Keine Ahnung, so ein, wo so ein Laubwald gerade. Das ist ein natürlicher Wald, war so. Ja, aber das ist so. Wie das angeordnet war und dieser Bösewicht, der da gerade kämpft, der haut dann mit Poison Ivy Ranken um sich. Ja, darüber wollen wir gar nicht reden. Impfen zu lassen. Ey, darüber wollen wir gar nicht reden. Also dieses komische Scorpion-Schlangengerät aus seiner Hand raus, das ist ja wirklich eine Frechheit. Nee, aber ich meine diesen Wald jetzt. Wie gesagt, dass es symmetrisch ist und Dings geschenkt. Ich kann mir genau vorstellen, was sie machen wollten, aber ich finde es so witzig, dass sie es halt einfach nicht so gemacht haben, sondern es sieht so aus wie in so einem, wie nennt man diese Wälder, wo du halt gerade so einen neuen Forstwald hier aufforstest, wo du halt einfach so echt so symmetrisch so ein paar, keine Ahnung was für fucking Bäume, ich bin nicht so der Baumtyp, hinstellst und so. Aber es gibt halt einfach so ein Schülerprojekt Forstwald. Ja, genau. Aber es gibt halt in vielen asiatischen Filmen, auch vor allem Samurai-Filmen und so, gibt's halt immer dieses krasse Setting in diesen Bambuswäldern, wo halt das echt einfach unglaublich gut aussieht. Und das war halt echt so die super Sparvariante davon. Da musste ich so lachen. Weil es sieht halt echt aus wie, keine Ahnung, bei mir ums Eck hier irgendwie im Pentenried, wo der Förster gerade versucht, so einen neuen Laubwald hinzupflanzen oder so. Und haben sich dann so reingestellt und haben versucht, diese epische Szene zu drehen und dann auch mit schlechten CGI das, kaputt gemacht. Das trifft doch so ein Schülerprojekt. Ja, ja, Gott, oh Gott. Fuck, ey. Nee, liebe Schüler, ihr macht das gut, wenn ihr die Umwelt retten wollt.
kann man nichts sagen. Nee, aber egal. Wie gesagt, das war eines der wenigen, also der vielen Szenen, wo ich mich ein bisschen gewundert habe und ein bisschen schmunzeln musste. Deswegen, es hat jetzt eigentlich schon sehr viel Spaß gemacht, aber andererseits ist der Film eigentlich eine komplette Enttäuschung. Also wenn ich kann mir das nicht vorstellen, damals, wie gesagt, ich kann mich in die Zeit nicht hineinversetzen, wie das dann so aussah. Heutzutage haben wir Deadpool und jetzt gibt es diese ganzen R-Rated-Filme, die so super erfolgreich sind, wo alle sagen so, hey, Logo, lass uns mal einen R-Rated-Film machen. Und jetzt kommt dieser neue Mortal Kombat-Film raus und die hauen auf die Kacke, der ist ab 18 und sonst was und so, passt schon. Aber ich glaube, damals haben die sich einfach nicht getraut, so ein Franchise, was völlig wirre ist natürlich, weil dieses Franchise ist für Erwachsene, das ist immer ab 18 gewesen, ist super brutal für Erwachsene, ein Computerspiel. Aber wir machen jetzt einen Film, der muss super erfolgreich sein, deswegen können die keinen Splatterfilm machen natürlich. Ja, aber diese R-Rated-Welle wird auch nur so lange gut laufen, bis dann der erste Misserfolg kommt und dann denkt man schon wieder um und dann kommt wieder sowas Krudes zustande. Also ich würde da nicht allzu so viel drauf bauen. Heutzutage meinst du jetzt? Ja, auch heutzutage. Das hat man oft genug gesehen, dass man dann irgendwas familienfreundlicher machen will. Und dann kommt dann eben sowas wie hier zustande. Vielleicht war das ursprünglich mal ein richtig schöner, blutiger Film und dann wurde der zu Tode gecuttet, eben wegen solcher Auflagen, die dann plötzlich reinkamen. Das wissen wir ja nicht. Ja, eben. Meinst du jetzt, ich bin jetzt ganz verwirrt, meinst du jetzt Mortal Kombat? Ja. Ja, damals, ja eben. Ich meine, der Paul, der Lieblingsregisseur vom Stu, schöne Grüße, hat ja auch schon zum Beispiel bei Event Horizon zum Beispiel, ich weiß gerade gar nicht mehr, der kam, glaube ich, ein Jahr später. Aber das ist Paul Anderson und ja, nee. Das ist schon der gleiche. Paul W. Anderson. Nee. Jetzt komm, google dich. Google? Ja, mach ich. Das ist der schlechte Paul, weißt schon, Paul Anderson. Mhm. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, heutzutage, wenn du ein Franchise hast, was für Erwachsene gemacht wird, dann hast du da keine Zügel mehr, das halt auch richtig auszutoben. Also ich meine, dann machst du da das Splatterfest raus, ist halt natürlich ein Nischending, aber ich meine, mittlerweile haben die Leute gemerkt, dass es genug erwachsene Leute gibt, die trotzdem ins Kino gehen. Ich meine, das ist halt schon ein Umdenken, da hat schon ein Umdenken stattgefunden. Und aber in diesem Film, ich sehe das gerade, das ist ja ein Frevel. Scorpion und Sub-Zero sind eigentlich Todfeinde. Da sind sie quasi Handlanger von dem Oberbösen. Wo jetzt? Hier bei dem Film gerade? Ja. Scorpion ist es sonst nicht so? Nee. Okay. Ich sehe hier gerade, während ich den Film google, dass das eigentlich Todfeinde sind. Ja, okay, da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, hoffentlich, weil. Nee. Aber ich freue mich schon sehr. Wir haben auch genug drüber geredet, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Wir haben jetzt unser Bestes getan. Und das Lustige ist, dass wir, ich habe gehofft, dass du eventuell so ein krasser Mortal Kombat Nerd bist, so ein bisschen, und alle Spiele gezockt, alle Filme geschaut und so. Hast du es aber nicht? Ich bin viel nerdig. Nee, das ist mal so ein toter Punkt bei mir. Aber ich habe ein paar Spiele gezockt. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt wegen der Story. Ich will auf jeden Fall, dass ihr, liebe Zuhörer, also da gibt's bestimmt, also jeder, der das hört jetzt gerade, ist wahrscheinlich ein größerer Mortal Kombat-Fan, als wir es sind. Und deswegen schreibt uns gerne, was wir alles falsch interpretiert haben, in Anführungszeichen. Ich meine, ich glaube, jetzt keiner, der echter Mortal Kombat-Fan ist, sagt, der erste Film ist super geil. Also wie gesagt, die Mucke ist geil, die Sets sind teilweise ganz nett. Ich finde das Kostümdesign von Scorpion Sub-Zero ganz gut, bis auf diese Augen. Dings, wie heißt es nochmal, Kontaktlinsen, die wirken teilweise, als würden sie schielen, aber der Rest des Films ist halt unglaublich schlecht. Also wirklich, ohne Scheiß. So harmlos, so dumm, so scheiße, aber trotzdem hat es jetzt Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist ein guter Partyfilm, vielleicht auch mit dem Trinkspiel, was wir vorher vorgestellt haben. Netflix Watch Party und Trinkspiel dabei machen. Das war eigentlich das Highlight. Weil wenn ich dachte so, jetzt hätte ich mal wieder Durst, hat irgendjemand, ich will deine Seele essen, gesagt. Dann hat irgendeins dieser Dinger gegriffen, auch wenn es teilweise wirklich doch nicht mal so eindeutig war. Gerade dadurch, dass man die Brutalität ausgespart hat, wussten wir nicht, ist er jetzt ausgenockt, ist er tot. Ja. Hardinger sind flach gefallen und trotzdem haben wir genug gebechert.
Es gab, glaube ich, am Anfang mal kurz so 20 Minuten oder 10 Minuten höchstens, gab es mal so eine Trockenphase, sagen wir mal. Aber sonst war halt immer entweder, irgendwann habe ich auch noch gesagt, so hey, es hat schon lange keiner mehr Seele gesagt. Und dann wurde irgendjemand getötet, Seele gesagt, schlechte CGI auf einmal und dann mussten wir halt richtig ordentlich trinken. Dann also, mussten wir dreimal hintereinander gluck, gluck, gluck. Ja, richtig. Also da kann der Film auf jeden Fall richtig abliefern. Aber wie gesagt, liebe Mortal Kombat-Fans, schreibt uns mal, was ihr von dem ersten Film haltet und was ihr euch von dem neuen Film erhofft. Patrick, hast du noch irgendwas zu den Filmen zu sagen? Sonst würde ich jetzt sagen, ich meine, brauchen wir ein Fazit eigentlich? Können wir machen, gell? Vollständig. Ja, ja. Und wenn euch das gefallen hat und Mortal Kombat 2 kommt, also auf Netflix, sagt uns Bescheid. Wir werden uns das wieder antun. Ach ja, was ihr auf jeden Fall auch noch machen könnt, wenn ihr wollt und wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt. Wir haben in den Shownotes eine PayPal-Adresse und eine Buy Me a Coffee-Adresse reingepackt, weil dieser Podcast, das sind ja lauter lustige Leute, die das halt so machen wie wir, die es zum Spaß machen, aber diese ganze Plattform und so, die kostet auch ein bisschen was und deswegen, wenn ihr das hört und euch denkt so, es muss ja nicht alles umsonst sein, was ich so höre, dann haut mal so ein paar Euros rüber, dann können wir davon unsere Plattformgebühren bezahlen und unseren Wein fürs nächste Mortal Kombat Audio Kombat. Vor allem nach so einem Cast brauchen wir danach auch einen Kaffee, also ist nicht das Schlechteste. Wie gesagt, geht eh, wie gesagt, gar nicht in uns, geht einfach nur auf so, auch so ein bisschen um die Einstellungsgebühren, ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Ja, ja, um die Servergebühren. Bei Rocket Beans wollen sie ja auch, die leben ja auch davon, dass da Fans sind, die den Content ein bisschen mitfinanzieren. Ja. Und dadurch können dann eben so bekloppte Leute wie wir sich aus sowas einen Spaß machen und dann auch mal sich so Sachen hingeben, die jetzt nicht unbedingt jeder sehen will. Ey, es ist ja auch nicht das, dass wir damit Geld verdienen wollen. Wir machen es ja sowieso. Wir machen aber das aus Hobby. Eben, auch wenn ihr nichts zahlt. Wir werden nicht damit aufhören. Davon könnt ihr ausgehen. Aber trotzdem wäre es nett. Auch nicht nur, dass wir dann diese Servergebühren nicht selber zahlen müssen, sondern auch, dass wir ein bisschen Wertschätzung erfahren. Gell? Ist ja auch ein bisschen schön. Genau, und hinterlasst Feedback. Feedback ist das Brot des armen Podcasters. Stimmt. Auch wenn wir heute nicht dazu beigetragen haben, die Qualität zu steigern, haben wir trotzdem Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich komme jetzt gerade zu der Abmoderation. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keinen Plan mehr hier gerade. Aber passt schon, oder? Ja, ja. Nee, ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Film und ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt das nochmal geschaut haben, weil bald ist es ja soweit. Ich habe keinen Bock, mich an diese Mortal Kombat Annihilation und Sequels und so ranzuwagen, weil die sollen ja anscheinend noch schlechter sein, als das Original anscheinend schon ist. Ich meine, dieses Original, also den wir jetzt gerade geschaut haben, ich nenne es mal Original, obwohl Original finde ich auch einen falschen Namen dafür, aber der ist ja schon prall und der ist ja schon... Der wird diesem Mortal Kombat-Namen nicht gerecht, der atmet nicht diesen Spirit, der wirkt eher wie so ein schlechter 90s-Abenteuerfilm, ich weiß es nicht. Also, aber trotzdem hat es mir schon ein bisschen Spaß gemacht, aus Nostalgie. Es wirkt eben wie der Pilotfilm zu einer 90er-Serie, der nicht über den Piloten hinausgekommen ist. Ja, Gott, oh Gott, ja. Aber es gab auch eine Serie angeblich. Es ist ja auch allein schon wahrscheinlich, wenn wir das hier gerade aufnehmen und ihr das noch später hört oder so, aber so schlechte CGI, glaube ich, habe ich selten gesehen. Also das ist halt einfach schon, deswegen ist es schon ein Blick wert, weil da siehst du das und denkst dir so, Alter, wie geht das? Wie geht das? Wie kann man so schlecht diese komische Reptile-Minifigur da, wie die teilweise da rumläuft und die Texturen auf diesen Viech und so, die so zwischen Chrom zu Haut und Dings und so, also da ist irgendwas ganz schief gegangen. Und sowas dann in einem Kinofilm zu sehen, finde ich schon spannend eigentlich, weil das war richtig super überfail, aber schön, schön. Also hören wir lieber auf, ohne Scheiß, ich bin hier schon so... Du verkackst gerade die Moderation. Ich moderiere. Ich dachte, du moderierst. Ja. Wie bitte? Nein. Alles gut, alles gut. Nee, ohne Scheiß. Haut 2 Euro rüber und schaut euch Mortal Kombat an als Vorbereitung auf den Film, der im April rauskommt, weil es macht Spaß. Schaut ihr nicht alleine.
sondern schaut in der Gruppe, wenn das mal wieder möglich ist, aus Lockdown und Bullshit und so. In der Netflix Watch Party, dann ist es Corona-konform. Genau, und wir wollen niemanden zum Trinken und Alkoholkonsum anstiften, aber wenn ihr damit kein Problem habt und wenn ihr damit gut umgehen könnt und so weiter, dann versucht doch mal dieses Trinkspiel aus. Es macht Spaß und Sinn, weil es ist echt ein, wie sagt man? Ein Trash-Spektakel. Es wundert mich, dass er noch nicht bei Schläferz lief. Ja, cool. Dann, ja, schön was, Patrick. Wir hören uns gerne wieder. Bald wieder. Ja, genau. Also ich würde jetzt auch mich schon mal für eine Filmbesprechung zu dem neuen Mortal Kombat-Film anmelden, ja. Auch wenn er vielleicht nicht so lustig ist wie der alte, aber mal schauen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Bock drauf. Vielleicht hole ich jetzt auch mal irgendwie mir so eine alte Playstation hier ran und zock mal ein bisschen. Aber nee, wahrscheinlich nicht. Das hast du bis morgen wieder vergessen. Ja. Ich glaube. Egal. Gut, dann jetzt langt's. Ich sag tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Schau! Get over here. Der plüschige Prolet Ted trat 2012 das erste Mal in mein Leben und pöbelte sich sofort in mein Herz. Ich bin mit dieser Meinung ja nicht ganz alleine. Glücklicherweise läuft die Duologie Ted 1 und 2 derzeit auf Netflix. Und es ist Grund genug für mich, mir meinen Donnerbuddy zu schnappen. Und deswegen reden wir für den Telestammtisch heute über Ted 1 und Ted 2. Mein Name ist Mo Polo Creed und bei mir ist Stugor Drago. Ja, hallo, Donner Buddies fürs Leben. Yeah! Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe schneller zugesagt zu Ted 1 und 2, als es mir lieb war, denn als ich ihn dann wirklich gucken musste, habe ich auch gedacht, so, geht der noch? Ja, ich bin hier jetzt älter, geht der noch? Ich habe mir auch ein bisschen gedrückt davor und dann habe ich den ersten angefangen und muss sagen, der geht noch. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber ich habe mich immer noch amüsiert. Ich fürchte, dann werde ich der Spielverderber werden, dieser Besprechung. Denn ich finde den ersten Teil, ich finde den okay. Also als ich ihn damals im Kino geguckt habe, war ich da auch schon eher etwas mehr angetan. Jetzt so nach der, ich glaube, dritten oder vierten Sichtung des Films, muss ich für mich jetzt leider das Fazit auch schon mal vorwegfällen, dass ich finde, dass der nicht genug aus seiner Prämisse macht. Und ich finde, die Prämisse ist großartig. Also da bin ich bei dir. Da ist Raum für mehr. Aber bevor wir da so ins Detail gehen, erzähl doch mal den fünf Menschen, die jetzt hier zuhören und Ted tatsächlich nicht kennen. Worum geht's? Ja, Ted ist das Spielfilmdebüt von Family Guy-Schöpfer Seth MacFarlane und es geht um John Bennett, gespielt von Mark Wahlberg. Und als dieser John Bennett noch ein kleiner Bub war, hatte er einen Traum, nämlich er möchte einen Freund haben, weil er alleine war, also keine Freunde hatte. Und er bekam zu Weihnachten einen Teddybär. Den nannte er Ted und weil manchmal Wünsche in Erfüllung gehen, muss John dann feststellen, hey, der Teddy ist ja lebendig und Ted wird ein Star und dann ein paar Jahre später, John ist mittlerweile erwachsen, ist Ted auch erwachsen und die beiden sind immer noch Buddies fürs Leben und wir sind, werden dann Zeuge, ja, wie sich diese Freundschaft über die Jahre hin entwickelt hat und wie die beiden ihr Leben verbringen. Naja, ich habe ja schon gesagt, ich habe mich amüsiert und damals ging das ja nicht nur mir so, sondern der Film war ja auch ein Bombenerfolg. Das Ding hat 50 Millionen gekostet und hat 550 Millionen eingespielt. Das ist ja jetzt kein Hühnerdreck und es war sogar für einen Oscar nominiert. Natürlich nicht bester Film, ja, sondern bester Original Song, aber das will auch schon was heißen, denn normalerweise ist das ja eine Kategorie, die eigentlich Disney innehat. Was man auch nicht vergessen darf, dass er ja auch in den USA R-rated ist. Und für einen R-rated-Film 550 Millionen, das ist schon ordentlich. Wenn man bedenkt, glaube ich, dass Joker, glaube ich, der erste R-rated-Film war, der eine Milliarde geknackt hat, ist das schon echt ein sehr gutes Ergebnis. Das ist es. Du hast ja schon gesagt, Seth MacFarlane, der Erfinder von Family Guy, American Dad und The Orville, wo er auch mitspielt. Sein zweiten Film, ich glaube, sein zweiter Film ist das, ne? A Million Ways to Die in the West. Fand ich damals nur so mittel. Den fand ich total kacke. Alleine für Family Guy und American Dad muss der Mann also quasi ewig auf dem Schild getragen werden. Findest du? Ja. Also ich bin mittlerweile bei Family Guy echt raus, wirklich. Ich habe versucht, mir das anzugucken, es geht nicht mehr. Aber alleine, dass es da ist und sich hält mit diesem Anarcho-Witzen, das finde ich ganz gut. Also das hat er bei mir noch in der Kerbe. Ja, also was ich eben wirklich hoch anrechne, ist wie gesagt die Prämisse. Ich finde, das ist, du musst erstmal auf diese Idee kommen, weil wenn man es runterbricht, ist die Geschichte, passt dir ja auf den Bierdeckel, auf den halben Bierdeckel, auf den Viertelbierdeckel, ja. Aber du musst erstmal auf die Idee kommen. Und alleine zu sehen, wie Mark Wahlberg mit einer Bong und diesem Teddybär auf der Couch sitzt und die machen sich dann Larry,
ist wirklich auch 8 Jahre nach der Premiere immer noch sehr unterhaltsam, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Genau darum, das ist tatsächlich, der hat ein paar von den Gags zünden überhaupt nicht mehr, weil das ist so Pipi-Kaka-Humor, den fand ich, ja, vielleicht vor 8 Jahren gut, jetzt nicht mehr, aber es gibt ein paar Szenen, die sind halt nach wie vor grandios und auch die ganzen Cameo-Auftritte von anderen Leuten, Giovanni Ribisi als Bösewicht, der zu Tiffany tanzt und nicht anders kann, finde ich sensationell. Mila Kunis spielt noch mit, ja, Marky Mark und The Funky Bunch hast du ja schon genannt. Machen ja noch jede Menge andere Leute mit, unter anderem Sam Jones. Und Sam Jones in seiner Rolle als Flash Gordon, das ist so ein Cameo, den mag ich von Anfang bis Ende, weil Flash Gordon ist so ein bekloppt guter Film. Aber da hätte ich mal eine Frage. Und zwar gibt es ja Ted, zumindest den ersten Teil, in verschiedenen deutschen Sprachversionen. Ja, Berlinerisch und Bayerisch. Okay. Hast du einen davon jemals gesehen? Ich habe den Berlinerischen angefangen und fand es blöd. Das ist für einen schmalen Gag, ist das mal ganz witzig. Wenn du eine witzige Szene hast oder so, dann wird sie dadurch nicht schlechter. Aber in den Zwischenszenen, die jetzt überhaupt nicht so richtig funny sind oder sowas, wirkt das einfach deplatziert. Ich hatte halt irgendwo mal 1-2 Szenen gesehen auf Bayerisch und fand es durchaus amüsant. Vielleicht einfach, weil ich so einen Softspot so für Dialekte habe. Du hast einen soften Max-Spot, ne? Da hast du mich erwischt, ja. Also ich wäre dafür, dass der Kollege Max und der Kollege Berg mal Ted neu synchronisieren. Wäre ich voll für. Würde ich feiern. Ja, du brauchst ja einfach den Max und den Berg, beide hier an der Stelle hier mal ganz freundlich gegrüßt, einfach nur mit denen einfach irgendeinen Podcast zu machen. Das ist wie Ted besprechen. Gut, kommen wir mal zurück zu Ted. Wir haben ja gesagt, wir besprechen beide Teile, Ted 1 und 2. Ted 2 kam 2015 raus. Im Grunde ist das eine weitergeführte Geschichte von 1. Also er hat Amanda Mamma Mia Seyfried, ist die neue Love Interest Person für den John. Und die Hauptgeschichte ist, dass Ted mit seiner Frau ein Kind haben will. Genau, mit Tammy Lynn. Tammy Lynn. Mhm. Und dass das nicht geht, weil dadurch, dass sie bei einer Adoptionsagentur anfragen, kocht plötzlich hoch, dass Ted ja gar kein Mensch, ich habe hier gerade Lufthühnchen gemacht, links und rechts, ist. Und das bringt dann genau die Probleme mit sich. Wenn er kein Mensch ist, ist er eine Sache. Und wenn er eine Sache ist, dann kann er besessen werden. Und dann darf er natürlich kein Kind adoptieren. Ist nicht plötzlich nicht mehr verheiratet, darf nicht mehr eingestellt sein, verliert also seinen Job, verliert alles. Und unterm Strich muss ich sagen, das ist dann quasi, vorhin hast du gesagt, die erste Geschichte passt auf einen halben Bierdeckel, die Geschichte passt auf die andere Hälfte, ne? Ja, schon. Ich finde aber, es ist ganz interessant, was da eigentlich behandelt wird. Dieses so, wann ist man ein Objekt und wann ist man halt eben ein Mensch? Okay, das ist jetzt kein Blade Runner, ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich fand, dass so auch da die Prämisse ganz nett. Muss aber auch sagen, dass ich Ted 2 damals schon nicht gut fand. Und als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, fand ich ihn immer noch nicht gut. Ja, also ich bin bei dir. Der ist nicht so gut. Das hat sich auch im Einspielergebnis gezeigt. Der Film hat immer noch sehr, sehr viel Geld verdient. 220 Millionen so roundabout bei knapp 70 Millionen Kosten. Das ist jetzt immer noch ein Erfolg. Und es ist tatsächlich so, dass damals wie heute immer noch darüber spekuliert wird, ob es nicht einen dritten geben wird. Seth MacFarlane hat gesagt, das ist nie ausgeschlossen. Insofern, es war ein Erfolg, aber es war lange nicht der Erfolg vom ersten. Und ja, so, vor allem so schnell nacheinander geguckt haben, hat der zweite bei mir ganz schön abgestunken. Wobei ich sagen muss, da ist eine meiner allerliebsten Szenen drinne, nämlich wo die quasi ihren kleinen Roadtrip haben und im Hinterland einen Autounfall haben und dann ein riesen Marihuana-Feld finden. Und diese Kamerafahrten und die Musik von Jurassic Park, also da habe ich mich wirklich weggeschmissen. Also diese Szene fand ich super. Ja. Welche Szene ich im zweiten wirklich lustig finde, wobei sie sehr böse vom Humor ist, da sind John und Ted auf so einem Impro-Comedy-Workshop und dann wird halt gefragt so, nennt uns irgendwas und die nehmen halt Sachen, wo keiner drüber Witze machen möchte. 9-11 und solche Sachen, genau, ja. Das fand ich sehr amüsant. Ja. Was ich mal fragen möchte, ich finde den zweiten Teil ja vom Humorgrad härter als den ersten. Ja. Also da gibt es auch wesentlich mehr Ekel-Gags. Ich sag nur Samenbank. Ja. Was ich aber sehr komisch finde, ist, dass der erste Teil immer noch FSK 16 ist und der zweite FSK 12. Ich hätte es andersrum, glaube ich, eher gemacht. Ja, da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, weil ich habe beide in der Extended-Version gesehen und die sind beide 16.
Ja, also okay. Es ist schon so, dass der Prollfaktor ist ein bisschen größer. Und ja, auch das ist ein anderes Niveau. Ja, das stimmt schon. Hm. Vielleicht denken die Leute halt, naja, wer eins also gesehen hat und hat es verdaut, der... Ich hatte halt irgendwie beim zweiten Teil das Gefühl, dass sie sich da bei dem Humor nicht so viel Mühe gegeben haben. Dass sie irgendwie so, ja komm, steck mir die beiden in die Samenbank, wird schon gut gehen. Vielleicht merkt man da auch einfach, dass sie sehr wenig Zeit hatten. Du hast es ja schon angesprochen, da waren ja gerade mal 3 Jahre dazwischen, was für eine Filmproduktion jetzt nicht so viel ist. Gerade wenn man bedenkt, dass sie ja nicht wissen konnten, dass der erste so erfolgreich wird. Ne? Was ich noch ansprechen möchte, du hast ja schon die Cameos im ersten Teil genannt. Im zweiten Teil gibt es auch wieder welche. Und Liam Neeson war großartig. Ja. Ich find auch Patrick Warburton super. Und auch Michael Dorn, den kennen wir als Worf von Star Trek. New Generation, Next Generation? Next Generation, oder? Ich bin auch kein Trekkie, von daher. Okay, aber witzig finde ich halt, dass wir ihn ohne Make-up sehen und später gibt es eine Szenerie auf der Comic-Con und da trägt er halt voll Make-up von Worf. Das fand ich schon ganz gut. Und bei Patrick Warburton ist das genauso. Der trägt auf der Comic-Con eben ein Tick-Kostüm, denn er hat Tick in der Serie gespielt. Seitdem ich Liam Neeson in dieser Serie Life's Too Short als Gaststar gesehen habe, möchte ich von dem Mann echt mal eine richtige Komödie sehen. Ich glaube, der könnte das. Und Seth MacFarlane hat ja gesagt, dass er gerade plant, einen Remake zu drehen für die Nackte Kanone mit Liam Neeson als Frank Drebin. Ich wäre voll dafür. Oh, das sind aber Riesenschuhe. Das sind ja Natürlich sind das Riesenschuhe, aber ich glaube, es könnte lustig werden. Jetzt kommen ja beide Filme auf Netflix, beziehungsweise der erste Film läuft schon auf Netflix, der zweite kommt auf Netflix. Ich habe eine Menge Spaß gehabt, beide nochmal zu gucken. Klar, da sind auch jede Menge Szenen bei, wo ich denke, so, okay, das ist jetzt, ne, habe ich schon zigmal besser gesehen. Ich mag aber auch den Donnersong, den höre ich immer gerne, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Und falls jemand tatsächlich Angst vor Blitz und Donner hat, ist das ein Song, den kann man durchaus auswendig lernen und dann immer schön laut mit Mami und Papi im Bettchen singen, finde ich. Ich kann sowas sagen, ich habe ja keine Kinder. Ich auch nicht, aber ich habe auch keine Angst vor dem Donner, deswegen bin ich da raus. Ich bin aber auch bei dir, dass im Ganzen, muss man sagen, aus der Ursprungsprämisse machen beide Filme nicht das, was sie hätten machen können. Denn im Grunde ist es im ersten ein bisschen so eine labbrige Dreiecksgeschichte, weil er verkackt es halt mit seiner Freundin, weil Ted so viel Platz in seinem Leben einnimmt und dann will er es halt wieder richtig machen. Dass Ted dann entführt wird von Giovanna Ribisi und sowas, das sind alles nur so Nebenplots. Und im zweiten Teil ist das im Grunde ähnlich. Man muss sich das mal vorstellen, dass da wirklich eine erwachsene Frau mit einem Teddybär verheiratet ist, der nicht mal ein Piepmatz hat. Also ist ja vielen nicht bewusst, aber der hat keinen. Wo die Liebe hinfällt, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Gut, also von mir als Fazit, ich hatte Spaß, die beiden zu gucken. Ich tue die beide jetzt auch in meinen Mixer rein, schüttel die durch und gebe dem solide 3,5 von 5 Teddybären. Ich finde, 1 und 2 machen Spaß, denen geht so ein bisschen die Luft nachher raus, so am Ende jeweils hin. Aber ich gucke auch 3, wenn der kommt. Also, da bin ich auch mit dabei. Ich bin ein bisschen kritischer. Ich finde, der erste Teil ist okay. Nett sogar. Den zweiten finde ich wirklich sehr enttäuschend. Das macht für mich summa summarum 2,5 Teddybären. Oh, 2,5. Und wir beide haben einen Teddybären zerrissen bei unserer Wertung. Wir sind echt schlimme Leute. Ja. Naja, aber den können wir jetzt wieder zusammennähen. Das ist ein halber von dir, ein halber von mir. Hoffentlich nicht. Blöd wäre jetzt, wenn wir beide nur die Unterseite hätten. Das können wir ja gleich mal prüfen. Wir lassen erstmal die Leute jetzt hier auflegen quasi. Entlassen die Leute. Die können sich den Film angucken oder die können es lassen. Letztlich können wir das nicht bestimmen. Können wir nicht. Wir bilden uns das ein, dass irgendwer jetzt, weil wir das hier besprochen haben, losgeht und den Film guckt. Aber wissen wir ja gar nicht. Oder weißt du das? Ich weiß das. Dass sie es tun? Ja klar. Ich habe dafür meine Männer. Die regeln das. This makes my day. Vielen Dank. Ja, tschüss du. Ebenfalls. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.